Viele Unternehmen haben heutzutage das Problem überdies, dass die Daten, die sie haben, gar nicht von ihnen aufgeschlossen werden können. Es gibt nicht viele Experten im Bereich Data Analytics, die tatsächlich diese Aufgabe erfüllen können. Es gibt einen Mangel von Experten. Und insofern ist es so, dass die Wissenschaft, glaube ich, hier ganz entscheidend sein kann, um zu helfen, den Nutzen der Daten aufzuschließen, sicherzustellen, dass die Analysen wissenschaftliche Qualität und Aussagekraft haben, denn man kann viele Fehler machen, diese Fehler hätten unter Umständen große Ungerechtigkeiten für Individuen zur Folge, zum Beispiel wer eine Versicherung abschließt oder einen Bankkredit oder so, möchte ja nicht benachteiligt werden. Und insofern muss man eine Qualitätssicherung machen und ich glaube, hier kann die Wissenschaft helfen. Genauso wie beim Zusammenbringen von Daten, die die Unternehmen nicht direkt miteinander teilen möchten, aus Gründen der Konkurrenz. Auch da könnte die Wissenschaft sozusagen als neutraler Vermittler eine Aufgabe erfüllen, die für die Wirtschaft großen Nutzen stiften kann, eine Dienstleistung sozusagen zur Verfügung stellen, aber auch für die Gesellschaft.